Weg ist auch gleich ab. Ich kann. Oh, okay. Oh ja. Er kann einfach, er kann. Da kommt er, glaube ich, nicht raus. Ich hab Pente Ult. Feuerflash. Ich hab Orn. Ich hab Cancer, Digga. Scheiße. Kann ich schwingen den? Schade, Ghost. Oder noch Ghost. Ich könnte versuchen, ihn zu stealen, I don't know. Kannst du versuchen, ja. Ist fein, jetzt zu sterben, auch recht schnell. Komm ran. Irgendwie ein Jinx wird hier noch mit drauf. Ah, oh, schade. Albert. Bin auf dem Weg, maybe. Die Reichweite vom Xerath, das ist echt insane. Ja, genau, das ist halt das Problem. Wir kommen aber nicht ran. Müssen halt legit, Jarvan muss halt legit sich opfern für. Flash a Q auf den oder so. Also, das geht aber halt auch nur, wenn er keinen Flash hat. Also, irgendwie müssen wir es schaffen, dass Poppy Jarvan gleichzeitig auf den Serif aufkommt. Und auch gleich da. Also. Ich bin hier tot. Ich hook noch Arcan. Ja, Wave nehmen, wir können nicht rein. Oh, schön. Wir haben mein Gott. Stuff. Aber TP. Ja. Der Fokus hält nur mich. Wobei, Xerath Colt, oder? Ich kann nicht. Nee. Ich beweg mich nicht. Ja, schade. Ja, Seraph guckt nur auf mich, der Bastard. Muss er ja. Also. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich auf dich, weiß ich nicht. Ich habe jetzt Mikaels ready. Ich muss raus. Kriegen wir den? Nee. Okay. Oh mein Gott. Soll ich da TP'n? Nee, ist glaube ich durch. Kommt da gar nicht ran, ne? Nee. Halt... Wir trollen einfach komplett dafür, dass wir da reinlaufen, ist so bad von uns. Ja. Ist einfach jetzt Thumbnash. Wir müssen gleich über Mitte versuchen, hart reinzugehen. Ja, die kleine Ward, Naja. Wir müssen einfach über Mitte gleich laufen, alle zusammen. Findet man Mitte. Kriegen eh keinen Flank mehr. Und dann müssen wir halt super hart drauf. Sire Spot gerade, wenn jetzt. Jetzt einfach rein. Sire Spot. Serflash, Serflash. Du musst auf mich, ich brauch Mikaels. Ich hab kein Mikaels, 10 Sekunden. Achso, okay. GG. Wow. Ja. 3 auf Mikaels. Ja. Wir sollten nicht leider mehr bleiben. I guess. Ist fein, wir haben jetzt Redzeit, jetzt haben die nicht die Counterpicks, dann B-Counterpicks, ist okay. Wir hätten einfach für Poppy Lilia Thrash gehen sollen wahrscheinlich. Ja, Poppy haben B bekommen. Wir hätten einfach Lilia Thrash. Wir haben Poppy am Ende gepickt. Lilia Thrashings gehen sollen. Ja. Was haltet ihr von einem Amumu-Ban? Für was? Damit die einen weniger haben für diese Wombo-Kombos. Ja, aber was willst du rausnehmen? Wir haben Sejani. Du sollst jetzt nicht bannen. Genau, wir haben Sejani, LeBlanc und Nocturne. Sejani, Nocturne, LeBlanc haben wir. Das sind halt viel wichtigere Bands als der Amumu eigentlich. Ich weiß nicht, ob Sejani wichtiger ist. Sejani ist halt Flex. Ja, ah, dann werden sie allem, Poppy ausnehmen. Vor allem hittet die Ult nur ein und nicht 5. Ja. Was ist jetzt eigentlich unser Draftplan? Also die haben ja First Pick. Ja. Wir also ich, LeBlanc, Nock müssen wir auf jeden Fall rausnehmen. Über Sejo können wir von mir aus streiten. Die werden halt Sejo dann einfach B1. Aber ehrlicherweise spiele ich lieber gegen eine Sejani Top oder Sejo Adi Jungle als gegen Amumu Ornn, right? Ja. Ich glaube, das ist okay. Also lassen wir Seju, also machen wir LeBlanc, Nock, Amumu. Oder machen, ne? Okay. Ja. Könnte auch sein, es ist einfach so Seraph-Pick, ne? Unmöglich, ja. Ich habe, glaube ich, nichts gegen Seraph. Wir hätten auch überlegen können, ob LeBlanc, Nocturne, Xerath, ne? Mhm. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Das war klar. Ja. Links Thrash einfach wieder, oder? Lilia Thrash. Links Thrash. Oh ja, Lilia. Ja. Ich glaube, Lilia wäre nice. Ah, die werden nicht Lilia picken. Jinx. Wir werden eh Lilia gehen, right? Wir gehen Jinx, Thresh, Lilia jetzt, oder? Ja. Das sind aber drei Jinx Picks. Mal sehen, was die picken. Das ist jetzt Sire-Arcan, oder? Ja, probably. Das ist Sire-Seraph, aber dann werden wir halt Rakan. Ich sag ehrlich, wäre ich in deren Team, hätte ich Seraph 100% einfach gepickt. So wie der performt hat. Der Xerath ist eigentlich ein Must-Have hier. Ja, aber der ist sonst sowas von raus. Aber Sire ohne Rakan ist auch. Seraph haben wir auf jeden Fall raus, ja. Wir haben die Lilia King Seraph, bitte. Ich würde sagen, Seraph Ori raus dann sogar. Ja, let's go, wichtig. Oh, ja. Lilia? Das ist Lilia. Bei Ari, okay, was stark. Spielst du mit Ari? Gute Frage. Weiger oder Sünder? Was spielst du Sünder? Lieber? Weigers hier übrigens insane, die sind alle Close Range, deswegen sage ich Weiger. Weiger Catch ist sehr gut. Oh mein, ich habe keinen Weiger. Dann Sündra, ist auch gut hier. Das ist auch gut, tut hier. Tut mir leid. Ist egal. Bei der Draft ist 1000 Mal besser für uns. Wir können ja also nicht entdecken. Botlane 3v3 kriegen wir fett aufs Maul, glaube ich. Ja. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist wieder der Scaling-Angle hier. Also, wir haben Scaling, dass ihr Turbo hat, ne? Also, ist das ein Kaltstart einfach Botlane?
Ich habe jedes Game bis jetzt Kai gestartet. Ja, okay. Mache. Das Game out Game Belt straight up. Ne, Lea 1v9 dieses Game auch später. Die sind alle Midi-Range, du machst ja auch richtig viel. Die spielt ohne Ignite, what the fuck? Wir gehen mal wieder Control. Trollt oder nicht? Wir haben nicht immer. Also man spielt doch gegen fast jeden Ignite und gegen Warwick erst recht, oder nicht? Können wir Triple Camp Toplane? Also dass viel Ignite Toplane gespielt wird, weiß ich nicht. Oh, nein, nein, wir Volklien. Nein, nein, wir machen keine, okay, wir machen niemals drei Camps. Never change the running. Nein, nein, Volklien ist einfach immer besser, außer du hast einen 100% Kill. Also das Ding ist, selbst wenn du den Kill kriegst und der Gegner deinen Botside kriegt, ist immer noch nicht worth it. Also, boah, ich habe echt Hunger, hätten wir mal das letzte Gang gewonnen. Ist okay. Jetzt so, ich muss jetzt raus. Ist das Instant Karma? Ja. Oh, weil, kommt hinten. Wait, das ist 5, ne? Oh, fuck. Ich werde den nicht killen, leider. Schön, Hawk. Oh mein Gott, du bist so gut. Holy shit. Oh! Was haben die Jus? Haben die Ari ultet? Rakan Ult, Flash nicht, aber Ult auf jeden Fall. Rakan Ult ist auf jeden Fall sehr gut, dann ist Drake eigentlich. Dann sollte Drake eigentlich auf jeden Fall heute sein. Die müssen jetzt auch Mitwerfer nehmen. Wir müssen da gleich einfach zusammen reinmoven. Ja, Ari ist mit da. Also ich kann mir nach dem Gromp. Naja, nach dem Gromp können wir reinmoven. Ich guess, ich nehme noch Bot an, aber ich kann sein, dass ich schon draußen, actually. Du kannst Sweeper. Guck. Oh, what? Das ist schlecht. Ich hab keinen Hook. Ich hab Ult. Mhm, bye. Oh, ja. Die Ari kommt auch, ne? Okay. Also. Sehr schön. Also, die könnten jetzt halt trotzdem Drake kommen, ne? Ja, genau. Und die haben noch Vi-Ult, das ist jetzt actually sehr risky. Vi hat geultet. Achso, okay. Wir brauchen die TP. Raus. TP raus. Lauft einfach. Whatever. Push stop, so schnell du kannst. Wir werden jetzt für ein Botplay gehen. Nein, nicht. Oh, sorry. Ist fein. Oh mein Gott, war super gut sogar, actually. Naja. Sehr gut, ja. Aber auch nur, weil die Vi nicht straight bot gelaufen ist. Ja. Wenn sie da ist. Ari move wahrscheinlich jetzt Mitte. Wenn sie da ist, wäre ich tot. Ja. Wir müssen auch hinter Drake schauen, oder? Ja, Drake sollen wir contesten, definitiv. Denn Sage hat der TP und wir haben kein TP auf Top. Das heißt, du musst wahrscheinlich einfach versuchen zu moven. Ich denke, du musst nächste Wave hart auspushen, Dennis, und danach musst du runter moven. Weil du kein TP hast. Die sehen mich auch auf Rot. Ich hab Arkham W-Cancel. Okay. Das ist gut. Ari ult. Ari ist kein Champ und ult. Wir können gleich auf jeden Fall hardfighten. Das ist Hardcore winning the Fight. Ich hab aber auch keine Ignite. Oh fuck. Rakan einfach. Ich wurde geultet. Rakan nur ult. Rakan down. Bye. Ich hab Sire. Boah, schön hoch. Let's fucking go. Schön. Okay. Ach, hier ist noch jemand. Oh, moin. Sehr schön. Oh, ich hab geintet. Wir haben alle hier in Mitte gezogen. Alter, hab ich geintet. Holy shit. Ich hab den Ult gemisst. Das kann doch nicht sein. Auf dieses fette Wildschwein. Oh. Ari, keine Ult mehr. Die hat mich einfach gewonnen, fortet. Ah, ist mir halt nicht so der Tod, glaube ich. Ich glaube nicht, dass da ich Nash kriegen oder so. Ich glaube, das ist ziemlich irrelevant. Ja, die sind da nicht drin. Weißbot. Wir hätten Nash hätten direkt hätten. Voll. Wir haben ultra viel Schaden. Einfach durchhitten. Die ist nicht schnell genug. Arkan und Xayah. Ich bin mir sehr sicher, dass wir zu schnell sind. Oh Gott. Einfach hitten. Okay, nevermind. Wir gehen top raus. Schlechter Call. Sorry. Das werden wir schauen. Alles gut. Sejult? Einfach raus. Ist fine. Die haben einfach Sejult gewastet. Ja, ist gut. Die können selber nicht hitten. Ich dachte, wir haben viel mehr Schaden. Und die haben keinen Sejult für Drake. Wir sollten den auf jeden Fall fighten. Wir brauchen Dennis, wir brauchen dich. Du musst gleich Bot kommen. Ja. Musst gleich zum Drake kommen. Wir müssen warten, bis. Ja. Wir müssen auf unser Team warten. Ja, wir können nichts machen. Bleib top. Werden hier Top-Lane sein sollen, na egal. Lange du überlebst. Wir haben kein Anti. Ah doch. Seht du. Okay, wir müssen jetzt in unseren Jungle reinmoven zusammen. Ja, Ari ist nicht da. Ja. Boah, die chillen ja alle. Unterwegs. Wir sollten nicht weiterfighten. Alles klar, okay. Sejult. Rakan Sage Ult. Da ist der Seite. Vi-Ult. Ich hab Pette Ult. Insane. Ari Ult. Und ein Reset. Bro. Ich hab. Okay, was schöner Hook. Oh mein Gott, wie schnell der raus ist, ne? Das ist unlucky. Bitte. Bredi, ich komm zu dir. Nein, Digga.
Oh nein, es passt. Das Rakan da rauskommt, das war unlucky, ne? Oh mein Gott, sehr schön. Okay, ich würde einfach alle resetten, ja. Erst als ich. Natürlich bin ich hier tot. Ja, hat gepasst, ne? Alles okay, wenn nur ich sterbe, ist gut. Ja, wir sind immer zu ungeduldig, jedes Mal. Ja. Jedes Mal warten wir nicht, bis Alter sind und deswegen sterben wir. Ich bin auch viel zu weit vorgegangen. Ja, ich muss ja auch dashen. Der ist erst 52. Ich komm direkt mit dir gerannt. Er hat halt auch Ult. Mann, ist Weil sie schnell, flashen, Digga! Okay, Weihult? Weihult und kein Flash. Ja, okay, aber die sind halt alle viel zu full. Oh, schöne Lilia, ey. Das ist aber echt die Feinde. Das heißt, in 35 Sekunden Drake, ne? Hotlane-Turret haben wir gekriegt. Ja, ja. Toplane-Turret haben wir auch gekriegt. Inip-Turret ist auch halb da. Das ist echt nicht so bad. Also, die haben Weihult raus für Drake-Fight. Wir sollten den Drake-Fight hart gewinnen. Wenn du jetzt nicht stirbst. Okay. Bastards. Wir müssen auf Retake. Wir müssen ein bisschen Zeit für Retakes. Okay, wir können jetzt. Ja, jetzt können wir Positioning holen. Wir sind nur zu dritt. Ich muss auch noch laufen. Wir müssen nach unten. Wir müssen nach unten. War jetzt Ari hier? Oh, weil hier. Ja, er ist hier hinter uns. Ich komm da nicht hinter, ich komm da nicht zu Brady. Ja, er hat getrollt. Auch ein Reset, dann. Ist actually ein guter Fight, oder? Oder ich hab das so gesmurft. Ich will mich nicht selber glasen, aber. Ja, ich glaube, das ist gesmurft, das actually. Du hast 5 Mann Sieg getroffen, oder? Die waren insane, du hast, glaube ich, alle gehittet, oder? Ja, ja. Ich hab hier. Na, dann war scheiße. Aber ehrlich. Die werden niemals Nash hätten, das ist zu gut. Das werden wir auch niemals machen, das ist viel zu advanced, die Nash hätten. Wir sollten Jinx Ulti dafür nicht usen, ne? Für Vision. Nein, nein, die sind nicht dran, die sind so wir gut. Wir können für Bot-Zeit gucken, oder? Echt, oh sind sie so gut. Yo, okay. Boy. Was? Dann haben die irgendwo Vision. Schön. Nice. Oh, oh mein Gott, du bist so ein Macher, oh stark. Mein Gott. Oh, nice. Boah, aber das ist eine clean Flash-Ult. Macher, schön. Kann Leia solo Drake nehmen? Ja, ne? Ja. Oh. Wir müssen hier raus, wenn wir können. Ich bin viel zu deep. Ah, da ist noch ein TP. Ich renn zu euch. Ich hab Slowly noch. Rakan nur Ult? Ah, ich bin tot. Rakan, Violet. Zwei Rakan und Cedro, die waren auf mir. Hab ich alle drei gepinkt. Ja, schade. Nee, ich will Damage gehen, oder? Oh, mein. Das ist echt gut. So. Kann ja alle töten. Ja. Ich hab nicht geskatet. Schön. Ja, ist sie unter über mir. Oh mein Gott. Oh no. Nein. Ich hab die gesleept. Oh nein. Jetzt keins. Sejo ult. Oh, nice. Der Hooks. Der Tanklens. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Junge, nice, nice. Das ist Game, nice. Oder? Kann enden, oder? Ich glaube auch. Nur Ari lebt. Ich weiß nicht, ob die gleich wieder ult hat. Ich hab DP. Okay, Flash. Ja. Die werden dich aber töten, ja? Ja. Jetzt mal kommen. Jetzt leben die wieder. Ja, jetzt leben die wieder. Jetzt leben die wieder. Die sind nur zu dritt. Die sind nur zu dritt, actually. Die sind actually nur zu dritt. Werden die cool uns hier? Ich hab ult. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich schilde für Warwick. Einfach Sage. Oh mein Gott, sorry, meine Lantern kam ein bisschen spät. Alles gut. Ja, die gehen Nash. Ja, die sind aber noch nicht mal dran. Das ist super spiel. Wir Bots halt durch? Nein, 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 wir gehen durch. Achso, okay. Wir können das fighten. Wenn wir auch nur ein, zwei Leute töten, ist das Video over, das Game. Ja, die haben keinen Schaden. Oh mein Gott. Sage einfach. Wir müssen einfach nur front to back hitten. Die Ari ist hier super gefährlich für mich, kann ich spielen. Stay by dir. Ari kein Charm. Sage hat keinen Q, glaube ich. Sehr schön. Die tank ich. Mm. Oh boy, ich glaube, wir waren zu deep. Ja, oh, ja schon. Hook. Ja, die Weih. Was haben wir used? Weih hat kein Ult. Ihr müsst immer mit mir spielen, ihr dürft nicht zu dir. Ihr dürft nicht auf Saya gehen. Ich töte die schneller als die Saya. Ja, auch wenn wir keinen Smite haben. Wir müssen turnen. Hat die Saya Ult? Ah, ne. Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Nee, ich glaube nicht, oder? Hat die nicht. Schöner Sam. Flay? Ich hab gar nicht gehookt. Ich dachte, ich hätte gehookt, aber ich hab. Ja, das ist cool, dann gehookt und dann. Wir können spielen. Ari über mir. Ich hab Schaden gedodged. Warwick ist gleich da. Ich war noch ein bisschen. Ari ult. Zai ult. Schöner Hook. Wir können uns eigentlich nicht fantasten. Stärker. Oh mein Gott. Starker Stun. Macher. Gute Flash ult. Oh, let's go, Jungs. Oh mein Gott.
Let's fucking go. Let's go. Stark. Stark. Ja, ich glaube, Redside ist einfach OP. Aber jetzt erst Legit. Und dass die dich selber aufgepickt haben, war so wichtig. Alter. Und da haben wir unseren Interviewpartner. Einen wunderbaren Applaus und nochmal ein herzliches Willkommen an Breni. Moinsen. Dankeschön. Ja, was eine Series. Wie geht's dir und wie kaputt bist du? Boah, ich bin echt fertig. Ey, am Ende konnte ich auch gar nicht mehr fokussen in den Games. Also die Shotcalls waren dann auch wirklich, also was wir da am Ende verzapft haben, war echt nicht mehr gut. Also dieser Endcall und sowas war ganz rough. Aber ich bin super happy. Also das zweite Turnier, was ich jemals gewonnen habe. Das erste, was so richtig 5 gegen 5 ist. Hat richtig Bock gemacht. Schaut an mein Team. Also alle super performt. Und generell an alles. Also das Turnier war generell, hat richtig Bock gemacht, fand ich. Waren super viele close Games dabei. Ich glaube, wir haben gefühlt kein einziges Game gestompt. Sehr geil. Du sagst es ja gerade schon, sehr roughes Game jetzt im Finale gewesen. Lass uns doch noch mal ein kleines bisschen Revue passieren lassen. Game 2 lief nicht unbedingt in eurem Favor. Ja, warte. Was ist genau... Ah, der Server hat uns komplett zerstört, ja. Ja, wir haben gelernt. Wir blinden kein Vladimir mehr. Also, wir konnten halt nicht spielen, ne? Der Server hat komplett dominant. Ich hatte auch richtig Angst, actually im dritten Draft, dass die auf dem dritten Blue-Pick Seraph picken. Ich meinte, wenn die das machen, verlieren wir das Spiel einfach. Weil wir hatten keinen Counter zu Seraph. Haben einfach gebetet dann, dass sie nicht Seraph picken. Im dritten Game. Das ist uns leider erst im Dings da aufgefallen. Im Draft aufgefallen, dass wir den Seraph durchaus hätten bannen sollen, anstatt den Amumu. Aber zum Glück wurden wir nicht gepunished. Also der Seraph hat uns komplett hops genommen. Und dann, ja, ich weiß nicht, ob ihr die Fights gesehen habt. Ich hatte wirklich maximal wenig Spaß. Also es war Flash am Mumult into Seraph Ult. Ich konnte meinen Charakter nicht bewegen. Es war, ja. Hat keinen Spaß gemacht, das Game. Und ja, wenn keine Mumu da war, ja. Ja, vor allem im Game 3, ich habe schon so gesagt, so, oh, das ist die ultimative Pick-Comp. Ich sag mal, wie wenig Bock hattest du gerade in Game 3 und wie stark hat sich dieses Feeling geändert? Ja, war ich einfach sehr zufrieden mit dem Draft, weil wir spielen konnten. Also ich hatte richtig Bock aufs Game, weil ich mir dachte, jo, die haben keinen Seraph. der war einfach das größte Problem. Ich hatte einfach das Gefühl in dem Draft, dass wir können einfach spielen 5 gegen 5 und sind nicht Turbo-Outranged oder so. Deswegen war ich eigentlich happy mit dem Draft, auch wenn es natürlich super schwer zu spielen ist. Und Jinx ist ja noch halbwegs gut in solche Comps rein, weil ich so viel Range habe und auch über Ult spielen kann. Zum Beispiel in einem Drake-Fight, glaube ich, wo mein Jungler einfach den 4-Mann-Sleep gemacht hat, da habe ich auch einfach nur geultet quasi und hat da irgendwie gefühlt 2k Damage gemacht. Also genau, ich war froh über den Draft tatsächlich, auch wenn es super schwer ist zu spielen, ohne zu sterben gegen die. Aber ja, ich war happy, mein Midlaner ja, hat dann ein bisschen die Arschkarte, ne, gegen Ahri, Vi, aber das hat er auch ganz gut geregelt, fand ich. Ja, das definitiv, also es war eine sehr starke Performance auf jeden Fall. Ja. Also ich habe keine weiteren Fragen. Ich weiß nicht, Ruppe, wie sieht's bei dir aus? Wie du schon sagtest, das ist ein zweites Turnier, was du gewonnen hast. Und ich denke mal, das wird auch nicht das letzte Realme Rivals Turnier sein. Denkst du, fürs nächste Mal bist du genauso ready und sagst Titelverteidigung, oder? Boah, klar. Wenn es sich irgendwie zeitlich einrichten lässt, auf jeden Fall. Dann hab ich Bock. Dann haben wir eine Ansage, @Clarks. Wir sehen auch schon die Antwort, wir kommen für 2025 wieder. Das ist doch schön. Ja, ich habe auch keine weiteren Fragen mehr, deswegen die letzten Worte nochmal von dir, Breddy, an die Zuschauer, an alle Fans. Ja, danke an alle, die mitgemacht haben. Danke an die, die sich das Turnier ausgedacht haben. Fand das Format sehr geil. Danke an mein Team, die mich komplett gecarried haben. Teilweise auf jeden Fall. Ja. Und auch danke an euch, ne, dass ihr gecastet habt. Liebe geht raus. Und ja, schönen Abend noch. Auch so. Selber schönen Abend und bis denn. Bis denn, ciao. Ich move auch, aber Morgana ist gleich da. Ich hab die Q gefressen, ist für ein bisschen zu lustig. Vielleicht schon fast. Wir werden das noch? Ja, wir können das hatten, ne? Jas hat keine Ulti. Oh mein Gott, Mann. Oh, schön. Ich hab ein PC, guck mir das. Ich geb den Schild mit. Nochmal. Hast du den? Ja, ja.
Oh mein Gott, ja. Ich move. Ah, das fällt so. Oh. Da, kein Ulti. Und keine W. Ja, das ist echt schlimm. Ja, fuck. Einfach. Ja, GG, guys. Ja, ich glaube, es ist Liebe.